Bei mir ist der Freezy. Hallo. Ja, was gibt es? Also, unsere Dings hier ist fertig. Unsere Silage. Ist unsere Silage fertig? Ja, und hier steht alles kreuz und quer. Und ich gucke gerade mal, was ich machen kann, damit es nicht mehr so kreuz und quer steht. Ja. Und dann werde ich mal gucken, dass ich ein bisschen Kram in die Futtermisch... Ups, jetzt habe ich das angefangen. In die Futtermischmaschine reinstecke. Ja. Ne? Ja, ich spiele heute ohne Lenkrad, kein Bock. Aber wieder mit Facecam. Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe auch wieder Facecam an. Ja, wie gesagt, letzte Woche war einfach Bad Hair Day. Ging ja, gar nicht. Ja, das stimmt allerdings. So. So. Denn? Meine Freundin sucht den Schnuller und rennt hier gerade irgendwie wie Mission Impossible hier rum, damit sie nicht in die Kamera kommt. Nice. Ich kann doch mal in die Kamera gucken und sagen, hallo YouTube. Ja. Hallo YouTube, wie geht's euch? Was geht YouTube? Ja. Kannst du mal zeigen, wie eine Bauersfrau aussieht? So, warte mal. Ich glaube, ich komme mal schnell zu dir gefahren. Ja. Mit der Ballenmaschine und wir machen mal Grasballen, was sagst du? Ja, genau, gerne, ja. Das ist doch eine gute Idee. Da habe ich nur gute Idee. Das stimmt. Nein, leider nicht. Doch. Ich und rückwärts fahren, ey. Mit Lenkrad ist es schon schwer genug, aber ohne ist es nochmal. Ne? Ist das wirklich mit Lenkrad schwerer? Leichter. Leichter. Aber ohne ist es halt nochmal. Na, egal. Warte mal, ich sollte auch die Ballen-Dings dranhängen, sonst. Ne? Das Gras ist hier schon gewachsen, was ich abgemäht habe. Ja, weißt du warum? Ich habe Zeit vorgespult. Ach so, alles klar. Damit hier die Silage fertig ist. Ach so. So, dann klappen wir doch mal das Gerät aus. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So. Ach, ist das diese hässliche Rundballmaschine? Sieht gerade so aus. Moment, ich hoffe die falsche, oder? Ach, ich bin gar nicht als Admin drin. Naja, kannst du ja gleich noch machen. Ja, wenn du ja drin bist, reicht ja. Ich hasse diese Ballenpresse. Welche hast du denn? Na, die Rundballenpresse. So. So, achso, die Zettern bzw. Schwadern sollte ich auch, ne? Vollidiot, aber egal. Wir haben doch auch die andere, oder nicht? Oder vertue ich mich da jetzt? Die haben wir oben, die stehen oben am anderen Hof, aber da will ich jetzt nicht nochmal hin. Achso, ja gut. Haben wir denn zum Aufsammeln für Rundballen? Nö, aber die können wir ja hier auf die Gabel nehmen. Stimmt. Ist ja direkt alles hier, ja, ja. Ja, ich muss es zettern und spadern, weil sonst geht gar nichts mit dem Gras. Okay. Nice, gut. Dann können wir auch die Quaderballenmaschine holen, weil... können das Scheißdreckding auch verkaufen und uns die andere hier noch holen. Miros? Ja, nee, mal gucken. Wir können uns ja auch die andere holen, die... die Krone Ultima. Hätte mehrere Vorteile. Wir müssten nicht über diese scheiß Silo-Silage herstellen. Da können wir mal gucken. Egal. Und Freezy? Achso, ja. Ja. Wie war dein Tag? Och, bisschen stressig, aber okay. Stressig. Bitte? Bisschen stressig, sagst du? Ja. Ja. Und deiner denn? Bei mir war er relativ entspannt. Ich bin etwas entsetzt, dass David Bowie gestorben ist. Ja? David Bowie. Ach, der Musiker, ne? Sänger. Ja. Genau. 69, der hat auch noch ein bisschen Zeit gehabt. Also ich bin nicht großer Fan von ihm, also im Sinne von, dass ich die Musik, die war teilweise sehr experimentell, was er gemacht hat, aber er hat halt für die Musik an sich
derzeit, also ja, hat er halt viel gemacht. Ja, jedes Album hat zwar irgendwo eine andere Richtung, oder? Was er herausgebracht hat. Ja. Das letzte war wohl auch sehr jazzig, habe ich gehört. Aber was ich sehr krass finde, ist, also wenn man sich das letzte Album, das kam ja noch vor 3 Tagen erst raus, an seinem Geburtstag oder wie das war. Mhm. Und ja, und wenn man sich das jetzt in Retrospektive nochmal anschaut, wo wir jetzt wissen, dass er so krank war, dann ergeben einige von den Liedern erheblich mehr Sinn. Okay. Also das ist, war schon alles ziemlich klar. Er hat ja auch seine Krankheit einfach verschwiegen, ne? Hat keinen Bescheid gesagt. Stimmt, ich habe auch nie was davon gehört eigentlich. Ja. Genau, was wollte ich jetzt machen? Ich habe schon wieder von rein, ja. Ich wollte die andere Ballenpresse holen, ne? Hatte ich das gesagt? Nee, du wolltest, Ach, Schwadern und Zettern. Genau. Ja, okay. Welche Reihenfolge macht man das, weißt du das? Was ist Zettern nochmal? Na, das zusammenpflücken, glaube ich. Nee, Schwadern war das zusammen. Zettern weiß ich gar nicht. Okay, also ich. Der Name ist wieder mal Programm. Ich glaube, bei dem einen pflügst du zusammen und bei dem anderen fluffst du das dann wieder auf. Dann kann man erst die Ballen draus machen. Okay. Aber schöne Sequoia. So, jetzt gehen wir mal, warte mal. Fahr da nochmal rückwärts ran. Warte mal, das ist auch. Was war denn hier überhaupt für einen stehen? Das ist der. Den 6. Der ist nicht viel weniger stark wie der Steier, oder? Ich kann den ruhig nehmen. Aber der T6 steht im Weg. Also doch erstmal in den T6 steigen. Ach komm, wir nehmen jetzt auf. Ja, und ich darf keinen Freezy machen. Ich muss das Ding irgendwie ranfahren, dass es nicht im Weg rumsteht. Nein, Spaß. Ja, da geht erst Lemmy und dann kurz drauf. Na. No. Wenn das so weitergeht, wird es ein sehr trauriges Jahr. Also Lemmy ist ja schon letztes Jahr gestorben, aber... Naja. Ankuppeln. Yay. Party hard. Party hard. Aus dem Weg, ihr Kühe. Wir haben heute auf der Arbeit Praktikantinnen gekriegt. Okay, das heißt? Dass ich die jetzt benutze zum... Du benutzt die Praktikantin? Das hört sich falsch an auf so vielen Ebenen, Tracy. Das kann ich gar nicht... Also, nicht so benutzen. Benutzen in Stelle von... Die machen meine Scheißarbeit. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen, Tracy. Freezy, der Praktikantinnen-Schreck. Ja. Unglaublich. Ja, eines ist voll wie Monika Lewinsky seinerzeit, ne? War die nicht auch Praktikantin? Ja, die war auch Praktikantin. Ich meine auch, ja. Ich stell mir das so vor, wie Freezy dann im... Steht er dann im Rampenlicht, wird fotografiert und dann. Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Die eine ist voll die Metal-Braut. Ah, kannst du ja mal Drachenlord hier. Ja. Ey, Drache, ich hab hier eine für dich. Aber oh, scheiße, ich pass mit dem Ding hier nicht mal runter. Also, Freezy benutzt die Praktikantin und passt mit seinem Ding nicht mehr drunter. Das ist... So meinte ich das nicht. Ja, ja. Ah. Freezy, wir haben dich durchschaut. Ja.
Wir haben dich durchschaut. Ja, ihr wisst ja langsam schon, dass wir montags immer aufnehmen. Gestern hatte ich einen super geilen Stream. Also nochmal danke an alle, die dabei waren. ETS und so und dann Soma. Aber dieses Spiel Soma, das bewegt mich immer noch. Das flasht mich ungemein. Also, Freezy, auch wenn du vielleicht keine Horrorspiele magst. Doch, ich mag die eigentlich. Okay, dann solltest du dir Soma unbedingt zu Gemüte führen. Allein ja, schon. Ich hatte. Oh, Entschuldigung, erzähl weiter. Ja, nee, du erzähl. Ich hatte mir eigentlich schon vorgenommen, das zu nehmen, aber ich habe bei dir dann im Stream immer reingeguckt und so. Da ist ziemlich viel Englisch, war die Story und so, und mein Englisch ist nicht. Ist aber alles deutsch untertitelt. Also hast, die hast du den Untertitel aus? Nee, der war an. Dann habe ich nicht drauf geachtet. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ist alles, also nur das Gesprochene ist Englisch und alles steht deutsch drunter. Ja. Die Bildschirmanzeigen sind komplett eingedeutscht. Also die Computer, die Texte, die zu lesen sind, ist alles deutsch. Okay. Ich glaube, sie hatten nur einen Text, hatten sie vergessen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, das war alles halb so wild. Hast du schon das, wovon ich dir erzählt habe, gespielt? Oder reingeguckt? Welches war das? Mit Emily irgendwas. Play with Emily? Emily oder? Wants to Play, ja. Das hatte ich mir oder geholt nach dem einen Stream. Ja. Und das hat ja in dem einen Stream gespielt. Und ich habe es dann gleich wieder zurückgegeben, weil es so gut war. Das ja, wirklich gekauft jetzt? Und hab's zurückgegeben. Ja, ja. Also ich war ja nur tot. Also das hat nicht mal Spannung aufgebaut. Klar, die ersten zwei Male habe ich mich super erschreckt und so. Aber wenn du dann das siebte, achte Mal innerhalb von 5 Minuten von dem Ding getötet wirst und ich bin nur in diese 4 Räume gekommen, ich wusste gar nicht, was ich machen musste. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Okay. Nee, das war nicht mein Spiel. Na gut. Was mir wie gesagt, an Soma so gut gefallen hat, das ist die Tatsache, dass es eben nicht nur ein Horrorspiel ist, sondern dass es eben philosophische Fragen stellt, aufwirft. Okay. Ohne zu viel von der Story zu erzählen, du hast ja auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, ja. Aber es geht darum, dass eine Technik entwickelt wurde, mit der es für Menschen möglich ist, praktisch deinen Geist speichern zu lassen, in einen Computer laden zu lassen. Wäre schon geil, oder? Kommt drauf an. Denn das ist diese grundphilosophische Aussage von dem Spiel, ist das ja. Dass wenn du das machen könntest, das wäre cool. Aber das wärst ja nicht du. Also das wäre eine Kopie von dir. Also dein Ich wird ausgelesen. Ja. Und das lebt dann im Computer. Aber du bist ja noch hier. Also du bist ja nicht im Computer, nur weil dein Hirn ausgelesen wurde. Verstehst du, was ich meine? Ach so, meine? Ja, jetzt verstehe ich, ja. Wie wenn ich ein Spiel nehme und das kopiere und dir gebe, dann habe ich es ja immer noch. Ja, ja. Ja, gut. Das heißt, du bist für immer in deiner sterblichen Hülle gefangen. Also du könntest dich da nie rausnehmen aus dem Kreislauf. Du stirbst. Also mit dir ist irgendwann zu Ende. Ja. Eine Kopie von dir könnte weiterleben. Ja, kann ich diese Kopie denn auch steuern? Ja, nee, du bist ja nicht die Kopie. Also, die Kopie lebt für sich. Die Kopie ist, in dem Moment, in dem sie erstellt wurde, ist sie du. Ja. Aber die kann sich ja zum Beispiel, also wir nehmen jetzt mal an, du und der würde danach dasselbe machen. Der müsste dadurch natürlich erstmal in den Körper kommen, ja, das ist eine andere Geschichte. Hm. Aber wir nehmen mal an, es gäbe eine Roboterkopie von dir und der wäre genau wie du. Der könnte zum Beispiel dadurch, dass er andere Sachen erlebt wie du, schon in 1 bis 2 Tagen ganz andere Entscheidungen treffen. Und dann ist es ja auch gar nicht mehr du. Und wie gesagt, der lebt ja nebenher, also du existierst und die Kopie von dir existiert. Ja, okay, ja. Du switchst da ja nicht rein, weißt du, was ich meine? Ja, sondern, ich weiß, ich verstehe, ja. 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 Eine harte Sache. Ich meine, ich habe das jetzt zuerst so verstanden, dass wenn ich jetzt so kurz vorm Abnippeln wäre und ich könnte mich in einen Computer rein. Genau, das könntest du machen, aber dann würdest du trotzdem sterben und deine Kopie weiterleben. Aber das wärst ja nicht du. Ja, also, ja, gut. Das würdest du nicht mitbekommen. Ja, denn ja. Du bist ja sowieso gestorben. Also, ja? Und deine Kopie glaubt ja, sie wäre du. Die hat ja, naja. Ich weiß schon, was du meinst.
sehr strange alles. Aber genau, also dicke Kaufempfehlung, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, einfach mal reinziehen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Ich bin hier noch am Schwadern. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr über dieses ethische Dilemma denkt. Müssten diese Kopien dann auch Menschenrechte kriegen oder so? Keine Ahnung. Und ja, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.